Willkommen zu einem neuen Flug mit Patchkes Baseline, ihr Deppen. Wann müsst ihr verzweifelt sein, wenn ihr euch eine Fluglinie mit so einem bescheuerten Namen rausgesucht habt? Da wollte wohl jemand sparen, ne? Naja, was soll's. Brabchen kriege ich auch noch gesteuert. Bei. Star Fox hat auch geklappt, und da war ich hackevoll. Damals war es nur vergorener Apfelsaft. Jetzt ist es halt Wodka, aber ein großer Unterschied macht das ja nicht. Naja. Da hab's ja keine Perspektive und so, aber. Und die paar Meter im All krieg ich auch noch. Krieg ich auch noch hin. Puh, also werden wir uns jetzt auf dem Weg zur Sonne machen? Moment. Oh, Wodka. Noch ein bisschen mehr Wodka, dass ich kann russisch. Versteht ihr? Wodka und russisch. Ach, ich bin so witzig. Was soll ich sagen? Naja, wenn wir es auf dem Weg zur Sonne machen, könnt ihr über eure, ach, was weiß ich, ist mir egal, was ihr macht. Ihr müsst sowieso einen krass heftigen Fetisch haben, wenn ihr euch das antut und zuhört und. Verdammt, böser Flo, was machst du hier? Ja, was soll ich denn hier machen? Bist du selbst schuld, wenn du mich im Keller einsperrst und die Tür vergisst abzuschließen? Ich hab dich vor 3 Jahren eingesperrt. Ja, und mach Wodka, das ist ja, hatte ich andere Sorgen. Du weißt, warum wir dich einsperren mussten. Deine Kekse waren unberechenbar. Ja, ich kenne dich, mein Freund. Ich weiß, dass dir das nicht so unbedingt gefällt, aber, wie gesagt, ich kenne dich. So wie ich auch damals wusste, dass du das Kleid deiner Schwester anziehst und. Tut mir leid, böser Flo. Es musste sein. Es gibt Dinge in dieser Welt, die sollte man nicht wissen. Puh, was mache ich jetzt mit der Leiche? Naja, ich bin im Weltraum. Ich könnte einfach ein Fenster öffnen und. Also, das war garantiert mit Abstand das bescheuertste Intro, das wir jemals hatten. Aber. Ja, jetzt da der böse Flo ja weg ist, können wir ja unbeschadet weitermachen. Und zwar mit der 10. Mission der Schwarzen Flotte. Wir sind nun beinahe so weit, die kolonialen Kräfte in der Nähe der Reliquie anzugreifen. Während des Fluges hat Control die neue Ausrüstung aller Schiffe befohlen, beaufsichtigt, damit sie dem Sturm um den Ort der Reliquie herum standhalten. Jedoch steht inzwischen zweifelsfrei fest, dass es die koloniale Elite auf uns abgesehen hat. Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Denn wir haben den Strike Suit mit ein paar kleinen Upgrades, einer großen Plasmawaffe, immer noch das leichte Maschinengewehr, ein paar schöne Raketchen. Was soll da schief gehen? Und jetzt bitte ein optisches Highlight. Schwarz. Die Weiten der Galaxien. Plötzlich ein helles Licht und ein Raumschiff kommt. Oh, nebelt geil aus. Ist das der Sturm? Yes, das ist der Sturm. Ah, endlich. Endlich hat die schwarze Flotte uns gefunden. Jetzt können wir mal messen, wer stärker ist, liebe Freunde. Wo sind ein paar? Ach, Quatsch, so viele sind das gar nicht. Wow! Wow! Komm schon, die Korvetten als erstes. Near the Arcadia.
Dann ein helles Licht am Himmel. Ein zweites. Oh Gott, die Erde. Ja, Freunde, tut mir leid, ich muss euch jetzt doch etwas schneller ausschalten als gedacht. So, jetzt erstmal noch ein paar von den Raumschiffen erledigt. Von den Raumschiffen. Ja, hier sind ja nur Raumschiffe. Ich meine von den Jägern, so rum. Das war's. Ah, sehr schön. Oh, Rakete. Okay, die schwarze Flotte hat definitiv auf unseren Arsch abgesehen. Sollen sie doch kommen. Sollen sie doch kommen. Der Black Fleet is coming. Der Black Fleet is coming. Um zu sterben. Und was willst du uns jetzt damit sagen, Control? Die Frage ist sowieso, wieso Control uns hilft. Würde mich ja doch schon interessieren. So, Torpedos sind auch ausgeschaltet, sehr schön. Ich lasse euch nicht an die Arcadia ran. Und noch mehr. Meint ihr wirklich, das würde mich interessieren? Die gesamte schwarze Flotte. Oh, geil. Ihr Drecksäcke. Ihr Drecksäcke. Ja, du Drecksack, du verdammtes KI-Programm. Ja klar, natürlich, ich vertraue einem, der mich jetzt verarscht hat. Der es auch zugibt. Ja, natürlich, ja. Gut, eigentlich, die hat recht. Das Dreieck ist eine wirklich vernichtende Waffe. Sind wirklich böse. So, mein Freund. Jetzt kriegst du aber eins aufs Maul. What the fuck? Das ist echt böse.
Ach, das waren die Torpedos, glaube ich, wo wir gerade erreicht haben. Arcadia, oh, hier ist gut Schaden. Ich habe gut Schaden genommen. Puh, also die Mission. Das geht doch schon ab. Verdammt! Adams, Reynolds. Controls uploaded some coordinates for you. You're going after the Black Fleet. Wo sind die hin? We've got a visual on a patrol. Take them out. Das ist eine Falle, wollen wir wetten? Meter, nicht schlecht. Ah, es ist immer wieder ein geiles Gefühl. Woo! Oh, verdammt! Die Rakete fliegt Kurven. Kurven, die fliegt Ecken. Ah! Also die schwarze Flotte besteht fast nur aus Korvetten. Alles Absicht. Ah, geil. Ja, Zweigzug ist gemein, aber er macht einfach so viel Spaß. Und das war's für dich, mein Freund. Und für dich. Na gut, wir hätten ihn einfach abschießen können, aber mit einer Rakete. Ah. Wunderschön. Komm schon. Uhu! Wow! Oh, wir haben keine Raketen mehr. Nur noch 12 Ungelenkte. Die müssen wir uns aufheben. Die müssen wir uns aufheben. Boah. Geil. Ich dachte erst, das wäre der Sturm. Das ist ein Planet. Control, we have a visual on a Black Fleet cruiser. Requesting a bomber attack team ASAP. Understood. Dispatching bomber team. Wow, die Mission hat wirklich alles. Meine Güte, wir brauchen keine Bomber. Wir haben mich. Ich lasse dich so leicht entkommen. Der gehört mir. Bomber Team has arrived. Adams, target the cruiser's turrets.
do as much damage as you can. Ich nehme den ganzen Kräuter ins Visier, Freunde. Ach, das war die Lebenserhaltung, sorry. Alles Absicht. Und wieder mal ramme ich mit unserem Schiff einen Kreuzer. Sehr schön. Ah, komm schon. Wir sind die Elite der Erde. Habe ich euer Spielzeug kaputt gemacht, hm? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das noch mit einem Flugzeugträger zu tun bekommen. Das Kommandoschiff. Sehr schön. Ups. Ich würde ja gerne eine Schlacht zwischen mehreren unserer großen Schiffe und mehrere ihrer großen Schiffe sehen. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Ah, los geht's. Alle Ziele zerstören. Ah, oh, wie schön. Verdammt, jetzt habe ich ein Torpedo anvisiert. Sie haben es ja doch schon in sich. Wie das große Plasma-Geschütz, das haut ja auch ganz schön rein. Ups, sorry. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist alles, was du drauf hast, mein Freund. Jetzt gibt es da ein paar Zäpfchen, sehr schön. Diesen Effekt sollten Zäpfchen haben. Sie sollten explodieren, wenn sie im... Ja gut, da muss ich euch jetzt keinen Mandala malen. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Das ist wirklich die Elite der schwarzen Flotte. Ein bisschen enttäuschend ist es ja schon. Habt ihr nicht mehr zu bieten? Ah, verdammt.
team ready. Copy that. Flight teams, hit the frigates. Don't lose track of those torpedoes. Puh. Wow, also die Feuerkraft dieses Trägers ist beeindruckend. Die ist wirklich nicht ohne. Aber unsere Feuerkraft ist auch nicht zu verachten. Sorry, dass ich gerade nicht laber, aber ich bin so dermaßen konzentriert. Das wird sehr interessant, wenn ich mir den Schaden mal ansehe. Gut, das war eine. Jetzt folgt die andere. Verdammt, das wird sehr, sehr knapp. Komm schon, komm schon. Meine Fresse! Puh! Also, das war in letzter Sekunde. Seht euch mal die Arcadia an. Oh! Gott, ich bin geschwitzt! Ich sitze hier schweißgebadet! Oh, zum Glück hat der böse Flo Wodka da gelassen. Puh! Wie er wohl zum bösen Flo wurde, wenn er 3 Jahre lang im Keller mit Wodka eingesperrt wäre, aber naja. Prost! Und wenn alles gut geht, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben Platin, leck mich fett, geil. War eine geile Mission. Also, Schildraketen, hm? Wir haben die schwarze Flotte vernichtet, die Elite der Kolonien. Aber wir haben immer noch 3 Missionen vor uns. Was können die Kolonien jetzt noch gegen uns einsetzen? Nach der Vernichtung ihrer nicht ihrer Hauptflotte, aber ihrer Elite-Einheiten. Ich bin mal gespannt. Wir finden es in der nächsten Folge heraus. Ciao. Und danke fürs Zusehen.